Und dann noch in die Mine? Ich gehe erstmal nicht in die Mine, aus Gründen, die sich mir nicht erschließen. Nun gut, wir haben ja auch eigentlich eine andere Aufgabe, wir wollen aus der Stadt raus. Und ich meine, eine Mine führt ja immer logischerweise in einen Berg hinein. Aber an sich, wenn die Gänge den Berg quasi durchbohren, könnte man natürlich auch einen Weg nach draußen finden. Ach so, okay, ich hätte von früher hier reingehen können. Ich dachte, das geht auch in die Mine mit rein. Nun gut, sorry. Die Kiste wurde mit Seilen eingewickelt. Die Knoten sind so fest, dass sie sich ohne Hilfsmittel nicht lösen lassen. Ich hab's dir gesagt, Madel. Nimm das Messer mit. Sinnloses Rumgelaufe, aber ich will ja nichts offen lassen. Ein Skelett, das blinkt. Dude, machst du das öfter? Schrecklich, ihm wurde der Schädel eingeschlagen. Okay, gut, man sieht es wirklich. Ich wollte gerade sagen, als Sandra und Protagonistin von Welt hat man natürlich, wie heißt das? Dieser Beruf. Der die Autopsie durchführt. Oh Gott. Ich weiß nicht, kennt einer von euch die Serie Der letzte Zeuge? Läuft, glaube ich, auf ARD oder ZDF. Und das ist das, was ich meine. Forensiker? Nee, das sind die, die im Labor arbeiten. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall, gut, damit hat sich der Witz auch schon wieder erledigt. In dem Moment, wo man den Witz eigentlich erklären muss oder einem ein Wort fehlt, könnte man es gleich weglassen. Groß genug ist es ja, aber ich bin nicht lebensmüde. Wenn mich einer da drinnen erwischt, war es das. Du kommst da auch gar nicht hoch, so wie ich das sehe, meine Gute. Was haben wir denn hier? Falsche Seite. In den Behältern ist Gas, aber die Zufuhr wurde unterbrochen. Leider fehlt ein Ventilrad, sonst könnte ich es wieder aufdrehen. Wir brauchen ein Ventilrad, um diesen Gasofen in Gang zu setzen, wahrscheinlich um durch diese Tür zu kommen. Und diese Kiste kann ich nicht anheben. Sie will immer noch kein Messer mitnehmen. Kann ich hier irgendwas? Aber dann würde es blinken. In diesem Spiel hat man ja die Angewohnheit, alle Items mit einem Blinker zu versetzen, wenn sie wichtig und relevant sind. Nun gut. Dann bin ich gerade wieder rettungslos verloren. Von einer großen Situation in die nächste. Moment, kann ich die Seile durchbrennen? Okay, das funktioniert. Super. Strickleiter erhalten. Eine Strickleiter? Inwiefern sollte mir jetzt die Strickleiter weiterhelfen? Will sie jetzt doch in das Rohr klettern? Aber sie hat doch gesagt, sie will da nicht rein, weil wenn sie da einer erwischt, ist es aus und vorbei. Nun gut, wir probieren's. Gut. Hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert. Strickleiter hier rüberwerfen? Das macht auch wenig Sinn, weil das ja irgendwie... Gut, stehendes Gewässer ist es auch nicht. Kelvin weiß ich ganz sicher, dass der eigentlich immer Wasseranimationen macht. Das heißt, was ist das hier für eine grüne Plörre? Oder ist das Gestein? Soll das Mooswuchs sein? Sehr eigenartiger Mooswuchs. Gut, Strickleiter, Strickleiter. Wofür bräuchte ich eine Strickleiter? Warte, hier geht noch. Blödes Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich bin hier nicht drauf gekommen und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, die Strickleiter hier zu benutzen. Ich habe mich vorhin echt zu früh gefreut, wo ich hier meinen epischen Tanz drauf gemacht habe, weil es im Endeffekt dieses Brett war, was mir wieder den Stinkefinger gezeigt hat. Gut, dann gehen wir in den Untergrund. Dummerweise weiß ich jetzt schon, was wir machen müssen, weil das ja gleich im Satz darunter stand, aber danach weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Okay, wir benötigen Bretter. Nee, halt, stopp, Kisten. Und dann finden wir das, was wir finden sollen. Was ich aber noch nicht weiß, was es ist. Aber es funkelt dort hinten und ich mag funkelnde Sachen. Da bin ich wie eine kleine Elster. So, wir schieben, 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 schieben. Das kleine Stück hätte jetzt wirklich springen können. Ventilrad erhalten. Lose Seiten aus einem Tagebuch. Die wurden hier wohl versteckt. Wer sollte die hier unten verstecken? Lose Seiten versteckt man irgendwo anders, aber doch nicht in irgendeinem Kellergewölbe. 8.5.1934. Ich konnte wegen dem Sonnenbrand die ganze Nacht nicht schlafen. So schlimm hat es mich noch nie erwischt. Der ganze Rücken brennt. Amber, ich hoffe, das ist jetzt der Name, Amber, hat mir eine Salbe gegeben, aber die macht alles nur noch schlimmer. 12.5.1934. Habe ich eben 84 gesagt? Mir war so. Sorry, 34.
Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich hätte es wissen müssen. Bei den anderen ist es ja auch so. Wenn ich länger in der Sonne bleibe, fängt meine Haut sofort an zu brennen. Ich kann doch im Sommer nicht mit einem Mantel herumlaufen. 23.05.1934. Es geht nicht mehr. Ich kann tagsüber nicht mehr draußen herumlaufen. So eine Scheiße! Calvin, sag mir jetzt bitte nicht, dass das hier Vampire werden sollen. Bitte nicht. Tu mir das nicht an. Meine heiß mir geliebten Vampire kannst du nicht hier auf diese Art und Weise so einbauen. Das geht nicht. Hätte ich das gewusst, wäre ich aus Dusty Creek abgehauen. Ja, das geht fehlt. Doch dafür ist es jetzt zu spät. 1.7.1934. Ich habe mich daran gewöhnt, tagsüber im Untergrund zu leben. Es ist schrecklich langweilig, aber alles ist besser als diese Schmerzen. Die anderen kommen ab und zu mal runter und fragen, ob ich mit in den Keller komme, aber ich kann dem allem nichts abgewinnen. Ich verstehe nicht, warum die das machen. Aus Frust oder macht ihnen das wirklich Spaß? Ich denke lieber nicht darüber nach. 4.9.1934. Heute ist ganz unvermittelt eine Frau bei mir aufgetaucht, total verängstigt. Sie hat den anderen nichts gesagt und mit ihr stundenlang gesprochen. Als es dann hell wurde, kamen sie runter und haben sie rausgeschleppt. Als ich sie so sah, wie sie schreiend um sich schlug, habe ich etwas erkannt. Wir haben vor langer Zeit echt etwas Wichtiges verloren. So kann das nicht weitergehen. Ich werde dem allem ein Ende setzen. Leider hat er es nicht geschafft. Oh, es war ein Er. Das heißt, irgendeine Krankheit sorgt dafür, dass diese Menschen teilweise degenerieren, aussehen wie Monster. Sie können das Sonnenlicht nicht mehr ertragen und irgendwie haben sie im Laufe der Jahrhunderte Spaß daran gefunden, andere Menschen zu verstümmeln und zu töterern. Okay. Hat ja jeder so seine Neigung. Moment, erstmal speichern. Gut, dann gehen wir jetzt zum Ventil. Ich will nicht immer in diese Tür reinlaufen, das ist ja etwas nervig hier. Nun gut, frohen Mutes und voller Entschlossenheit werden wir jetzt die Gaszufuhr wieder hinbiegen. In den Behältern ist Gas, aber die Zufuhr wurde unterbrochen. Leider fehlt ein Ventilrad, sonst könnte ich es wieder aufdrehen. Nichts leichter als das, meine liebe Sandra. Nun gut, drehen wir auf. Wir drehen auf, wir stehen auf, wir halten fest zusammen. Jeder von uns muss ein Kämpfer sein. Ja, eine kleine Erinnerung an bessere Tage, wo das höchste Glück noch war, nach der Schule nach Hause zu kommen, den Schulranzen in die Ecke zu feuern und einfach einen Fernseher anzumachen und Pokémon, Digimon und Co. zu gucken. Yay! Die Zeiten sind vorbei. Der Ofen hat jetzt wieder Gas. Ich wüsste jetzt nicht, warum der das braucht, aber warum hat der Ofen jetzt eigentlich wieder Gas? Wofür haben wir das gemacht? Man hätte einfach nur mal den Harvey ein bisschen in sich durchkommen lassen müssen. Wir müssen den Spaß hier anzünden. Was überhaupt nicht ungefährlich ist. Also gefährlich ist. Ach, natürlich ist es ein Gasofen. Sorry, da war ich gerade völlig. Es ist ein Gasofen, na klar. Das ist... Hehe. Nun gut, was haben wir hier? Stab mit Haken. Sehr gut. Damit können wir einen guten Eindruck machen auf der nächsten Soiree von Herrn Grafen Zahl oder so. Gut, und jetzt weiß ich auch, was wir weiter tun müssen. Wir speichern. Und jetzt können wir die Leiter da oben runterfriemeln. Und Mensch, wir kommen weiter. Ich finde das herrlich, wenn wir weiterkommen. Yay! Der Stab mit dem Haken ist zu sperrig, um ihn die ganze Zeit bei dir zu tragen. Ganz im Ernst, wenn mir Sandra im Leben jemals auf der Straße begegnet, dann werde ich sie wahrscheinlich in die Fresse hauen. Aber so richtig, mit Anlauf. So, leg das Brettchen hier rüber. Natürlich wieder in keine Animation. Wir gehen hinüber, gehen hier runter. Yay! Und finden noch mehr mysteriöse Dokumente. Aber hey, die Zelle ist abgeschlossen. Die Zelle ist abgeschlossen, die Zelle ist abgeschlossen. Oh, ein Verhörraum. Ein Tonband? Sowas gibt es noch? Oh, Sequenz, verdammt. Ich hätte mich vielleicht vorher umsehen sollen. Ich will meinen Anwalt sprechen! Das ist doch gar nicht nötig. Mr. Green, das hier ist kein Verhör, sondern nur ein Gespräch unter Freunden. Wo versteckt sich Ihre Frau? Meine Frau hat nichts getan! Ich fürchte doch, sie versteckt sich vor uns. Sie können mich hier nicht ohne Grund festhalten.
Wissen Sie, es gibt auf der Welt nur zwei Kategorien von Polizisten. Was? Die einen sind gute Cops und die anderen sind böse. Sie haben Glück gehabt. Ich bin einer von den Guten. Sind Sie verrückt geworden? Wo ist Ihre Frau, Mr. Green? Ich weiß es nicht. Das sieht übel aus, Mr. Green. Ich hoffe, Sie haben eine Zahnzusatzversicherung. Das reicht. Was sind das hier für merkwürdige Menschen? Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Okay, es ist immer noch eine Sequenz. Ich kann mich nicht bewegen. Sind das etwa... Kennen wir den? Achso, nee, das ist der Chief. Du willst dich stellen? Das ist eine kluge Entscheidung. Bleib bloß weg von mir. Sonst was? Wehrst du dich dann? Nur zu. Es macht doch keinen Spaß, jemanden zu brechen, der sich seinem Schicksal schon ergeben hat. Die Hoffnung lässt Menschen einiges ertragen. Und wer mehr erträgt, der leidet auch länger. Du bist ein krankes Schwein. Jetzt beleidigst du mich aber. Ich bin kerngesund. Scheiße. Die ist geschickter, als ich dachte. Haben wir abgeschlossen? Und jetzt? Was soll ich tun? Sie müssen hier irgendwo sein. Halt, stopp, nee, das war der gelangweilte Wirt. Sie müssen hier irgendwo sein. The Moose, kommt erst mal runter. Sie kommen ja hier. Verdammt, was soll ich nur tun? In die Mine flüchten, natürlich. Ich hätte mich erst mal umsehen sollen, da war noch irgendein Dokument, das haben wir verpasst. Und Moment, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das wichtig ist, deswegen, machen wir das hier nochmal. Und ich schneide euch das dann so ein bisschen schick zurecht. So, und dann werden wir uns jetzt mal diesen Brief zu Gemüte führen, bevor wir hier weitermachen im Plot. Im Schreiben geht es darum, dass ein Matt Howard vor 5 Jahren nach Dusty Creek versetzt wurde, um das neu gegründete Polizeirevier zu besetzen. Seine Frau und seine Tochter haben ihn begleitet. Okay, das war jetzt nicht so dramatisch. Na gut, aber es ist schön, dass wir es mitgenommen haben. Gut, dann bis gleich. Jawohl, geflüchtet in die Mine. Da finden die uns nie. Gott sei Dank, ich dachte schon, das wäre... Kannst du den Fahrstuhl irgendwie ausschalten? Aber... Die sind hinter mir her. Auch das noch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kenne mich mit solchen Maschinen überhaupt nicht aus. Wäre das ein Computer, könnte ich ja zumindest die Anleitung finden, aber der Fahrstuhl ist bestimmt schon 50 Jahre alt. Zu irgendwas müssen die ganzen Knöpfe doch gut sein. Da ist ein Notschalter, aber ich weiß nicht. Drück ihn einfach. Hat es geklappt? Ich hoffe es. Aber selbst wenn, die werden ihn bestimmt schnell wieder in Gang setzen. Vorher hauen wir hier ab. Du weißt nicht zufällig, wie wir hier rauskommen? Doch, also, ich meine, ich glaube es zumindest. Da war eine Karte, nach der müsste einer der Tunnel auf die andere Seite der Berge führen. Der nördliche Tunnel. Es gibt aber auch noch einen im Süden, durch den bin ich in die Mine gekommen. Und einen im Osten, aber der wurde wohl verschlossen, denke ich. Auf der Karte sah es so aus. Hauptsache, einer von denen führt raus. Lass uns losgehen. Oh Gott, jetzt habe ich nie aufgepasst, wo ich hin muss. Gut, aktuelles Ziel. Der Tunnel im Norden soll aus der Mine führen. Gut, da haben wir das zumindest. Erstmal speichern. Und natürlich dann hier wieder alles untersuchen. Und natürlich ein Blatt Papier. Die Seite stammt wohl aus einem Tagebuch. 8.10.1962. Diese Schweine wollen die Mine schließen, weil sie nicht mehr genug abwirft. Scheiß auf das Erz. Hier gibt es irgendwo Gold. Tom, dieses Arschloch hat was gefunden. Ich habe gesehen, wie er was in die Tasche gesteckt hat und am nächsten Tag war er weg. Der sitzt bestimmt irgendwo am Strand und genießt das Leben, diese Ratte. Wenn die hier weg sind, werde ich weitersuchen.
Und dabei hat man wohl was gefunden, was man hätte nicht finden dürfen. Aber nee, halt, stopp, die Symptome sind schon vorher aufgetreten. Ob ich da hochkomme? Das ist viel zu gefährlich. Du könntest abrutschen unter den Knöchel prallen oder dich sonst wie ernster verletzen. Naja, du hast wohl recht, aber vielleicht gibt es hier irgendwo Ersatzstufen. Ach so, wir sind ja jetzt zu zweit unterwegs. Von hier ist er gekommen. Und dort geht es nirgendwo raus? Nein, da sind nur Berge. Okay. Nicht schlecht. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht raus. Das muss der östliche Tunnel sein. Ich glaube nicht, dass wir dieses Tor aufbekommen. Moment, sind das Ersatzstufen? Nein, das sind natürlich keine Ersatzstufen. Hier haben wir ein Loch, zu dem nichts gesagt wird. Aber... ich weiß, das klingt jetzt mega pervers, aber da gibt's ein Loch, das kann man stopfen. Und bitte jetzt nichts Falsches denken. Yeah! Bitte was? Okay. Soll das so sein? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich es zu früh runtergeworfen? Das täte mir leid. Ich lade sicherheitshalber nochmal. Das würde mir nämlich wirklich sehr leid tun. So, probieren wir das ja nochmal. Also noch eins nach oben. Aber nee, eigentlich soll das so. Soll das so sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach so, doch, das soll wahrscheinlich. Okay, ich schieb mal. Hier kann ich es gar nicht runterschieben. Das heißt, es muss hier. Das sieht aber irgendwie gerade falsch aus. Aber ich kann drüber gehen. Es hat also irgendwie was genützt. Geht's da rein? Oh, cool! Flasche mit Öl. Die Seite stammt wohl aus einem Tagebuch. Meine Güte, noch mehr Tagebücher! Yay! 8.10.1962. Diese Schweine wollen die Mine schließen, weil sie nicht mehr genug abwirft. Scheiß auf das Erz, hier gibt es irgendwo Gold. Copy-paste! Copy-pasta! Bin mir nicht sicher, ob das so sein sollte. Eine Kiste! Ich bin hier der Kistenmaster. Master of the Kiste. Ich möchte hier gerne hoch. Muss ich das jetzt hier hinstellen? So, und dann hopf. Und dann kriege ich hier eine Holzstufe. Yay! Kann ich die nochmal nehmen? Nein? Gut, kann ich nicht. Dann bauen wir hier die gleich mal an. Eine müsste ja theoretisch reichen. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen noch zwei. Okay. Ich hätte die jetzt einfach in die Mitte gesetzt und... naja. Ich glaube, das ist der richtige Tunnel, aber diese dämlichen Bretter sitzen bombenfest. Die bekommen wir schon irgendwie ab. Das eine Mal haben wir es mit Feuer hingekriegt. Mit Öl und dann mit Feuer? Wir wollen doch ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Achso, ich habe mich gerade gewundert, dass es nichts weitergeht. Sowas Dummes. Der Hebel fehlt. Vielleicht finden wir den hier irgendwo. Ich frage mich, ob hier einer dieser Minenarbeiter Interesse daran hatte, hier einfach alles auseinanderzunehmen, dass man hier ja nichts mehr verwenden kann. Sind das Pilze? Ich bin zwar kein Experte auf dem Gebiet, aber ja, ich denke schon. Die Lore rührt sich kein Stück, ob wir die irgendwie wegbekommen? Okay, gut, ich meine, Feuer hat schon immer geholfen. Die Pilze stört das Feuer nicht groß. Ohne Brandbeschleunig... Das... mit Öl flutscht alles gleich viel besser und brennt auch noch viel besser. Die Flasche wird nicht mehr benötigt, sagst du, Sandra. Feuer, Benzin. Okay. Jui! Okay, hat uns das jetzt irgendwie geholfen? Ja, offenbar schon. Die Seite stammt wohl aus einem Tagebuch. 21.03.1963. Noch lacht ihr, aber ihr werdet schon sehen. Bald werde ich reich sein und dann bin ich es, der lacht. Ich habe ein gutes Gefühl. Nur noch ein paar Meter, dann ist es endlich soweit. Ich kann das Gold spüren. Nein, nicht nur spüren, ich kann es hören. Es spricht zu mir. Es will gefunden werden. Halt, Moment, nein, das ist der Ring von Saruman. Das verwechselst du hier gerade. Okay. Holzstufe erhalten. Warum versteckt man die hier hinten hinter einem Tuch? Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ist mir zu hoch. Muss ich auch, glaube ich, nicht verstehen. So, Holzstufe dran.
Bäm. Also nur noch eine. Nur noch eine einzige müssen wir finden und dann passt das. Liegt die hier nicht? Achso, nee, den Hebel finden wir wahrscheinlich woanders. Und wir können ja hier oben noch die Gänge durchschreiten. Und hier blinkt's. Hier blinkt's. Erstmal die Holzstufe. Und dann eine Tagebuchseite. 9.7.1963. Nur noch ein Stück. Gold. Es gehört mir. Mir alleine. Die anderen lauern schon. Muss den Tunnel dicht machen. Mein Gold nimmt mir niemand weg. Wieso habe ich das Gefühl, dass es bloß nicht Gold war, was er gefunden hat? Aber es ist die Frage. Wir haben ja die erste Tagebuchseite war ja irgendwann von 18 irgendwas, wo die ersten Veränderungen aufgetreten sind. Dann haben wir irgendwelche Seiten von 1890. Oder? Oder 1930 spätestens. Also da war es ja dann definitiv, dass es diese Krankheit schon gab. Und jetzt auf einmal 1963. Oder Moment, von wann war die Tagebuchseite? Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle. So, Seiten eines Tagebuches. Seite 3. 1963, das ist, heißt, es ist viel, viel später. Das heißt, die sind irgendwann... Autsch, Entschuldigung. Jetzt habe ich mir gerade einen Ellenbogen angehauen. Die sind also quasi irgendwann später dann hier runtergegangen in den Untergrund und wurden neu freigebuddelt. Irgendwie erschließt sich mir die Geschichte noch nicht so ganz. Aber das können wir zum Schluss ja dann mal machen. Vor dem finalen Dungeon. Einfach... nochmal die ganzen Einträge lesen. Vielleicht sind wir dann ein bisschen besser informiert. Informiert, wenn's passiert. Dein Verkehrsrundumservice. Gut. So, was Dummes. Der Hebel fehlt. Vielleicht finden wir den irgendwo. Ja, ich denke, den haben wir jetzt gefunden. Wir stecken ihn rein. Und wir ziehen am Hebel. Und dann brauchen wir jetzt nur noch die Lore. Moment. So, das heißt, die Lore kommt dann von da und dann hier. Das heißt, hier umlegen. Gut, und dann sollte das jetzt hier funktionieren. Hoffe ich zumindest. Hui! So haben auch Loren damals funktioniert. Die hast du einfach mit dem kleinen Finger angestuppt und dann sind die ja ganz alleine weitergefahren. So, schups! Nun gut, bevor man jetzt hier lange dran rumwedelt. Da, 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 dam, bam! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Halt, stopp, aber bevor wir weitergehen, Fortschritt speichern. Weil wir hatten lange keinen Bossgegner mehr. Und wir hatten schon ziemlich lange einen Haufen Sequenzen. Also könnte es bald passieren, dass es hier weitergeht. Mit Bossmonstrositäten.